Heute ist der 12.02.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor 82 Jahren, am 12.02.1929, wird vom Präsidenten der MGM Studios, Louis B. Mayer, der Academy Award of Merit ins Leben gerufen. Ja, der Oscar. Ja, hier. Der Oscar. Erster bester Film war übrigens der Film Wings mit Gary Cooper und erster bester Schauspieler war ein Deutscher, Emil Jannings. Wer hätte es gedacht? Und die beste Hauptdarstellerin war Janet Gaynor für gleich drei Filme, in denen sie mitgespielt hat in dem Jahr. Dieses Jahr wird die Oscar-Verleihung am 27.02. sein. Wir sind gespannt. Ich habe meinen schon als bester schwarzer Mann auf einer Kiste. Da war ich auch unangefochten. Vielen Dank, danke meiner Familie, all meinen Freunden und allen bei MGM. Danke. Und heute, vor 672 Jahren, wird in der Republik Venedig, in Venedig, durch den Rat der Zehn das Tragen von Masken, auch in der Karnevalszeit, verboten. Tja, in Venedig, verboten. Mittlerweile darf man die wieder tragen, macht man dann auch beim Karneval, bei Banküberfällen und in Swingerclubs. So, erste Anzeige. Liebes St. Vinzenz Krankenhaus, mich hat eine Beschwerde erreicht. Der Patient in Zimmer 391 ist Vegetarier und Diabetiker. Er freut sich weder über Butternudeln noch über Schinkentoast. Salat, Gemüse, Vollkornbrot oder Käse wären toll. Ab und zu mal Obst. Ja, und wenn Sie nicht in der Lage sein sollten, dies nach dem vierten freundschaftlichen Hinweis zu berücksichtigen, ich kenne den Patienten persönlich, er wird ab heute Abend die Wände mit den Lieferungen aus der Küche dekorieren. Ich wünsche gutes Gelingen. Nächste Anzeige. Jetzt auch nicht gerade ideal für den Patienten aus 391. Schmidt Boxy Food. Pommes Currywurst ist jetzt nichts für Vegetarier, aber lecker. Gerade bei Schmidt Boxy Food, Friesenstraße 72. Jetzt am Wochenende auf von 11 bis 5 Uhr morgens. Heute und morgen. Nee, gestern und heute. Sonntag natürlich schon wieder eher zu. Aber lecker, bei Schmidt Foxy Food, der Imbiss des guten Geschmacks. So, nächste Anzeige, eine Wohnungsanzeige noch einmal von Michael. Der sucht eine Wohnung hier im Viertel und hat folgendes Gedicht geschrieben. Meine lieben Damen und Herren, es ist unmöglich, wurde mir gesagt. Und du suchst klar, bis du verzagst. Niemand glaubt dran, dass es ginge, doch ich bin ja guter Dinge. Ich will zu euch ins schönste Veedel, zu den coolsten Jungs und schönsten Mädels. Ich suche zwei Zimmer, schön und fein, und wenn ich Wunsch habe, darf es Altbau sein. Liebes Veedel, helft mir dabei, schon ganz bald glücklich bei euch zu sein. Könnt ihr mir helfen, meinen Traum zu fangen? Dann sag's dem Brad, ich danke euch allen. Also, Michael sucht eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier im Agnesviertel für maximal so 700 Euro. Ich glaube, da geht was. Meldet euch bei Patch22, wenn ihr eine Wohnung habt oder jemanden kennt, der vielleicht umzieht bald. Wir geben es dann dem Michael weiter. So, zum Schluss gibt es hier immer einen Tipp von meiner Oma. Diesmal einen Tipp für alle Raucher. Gelblich verfärbte Zähne lassen sich durch Abreiben mit Kochsalz aufhellen oder man putzt sie mit verdünntem Wasserstoff-Superoxid. Aber allerhöchstens alle zwei Wochen machen, sonst geht nicht nur die Farbe weg, sondern auch der ganze Zahn. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, melden Sie sich bei Patch 22 in der Schillingstraße 22. Sie sagen es mir, ich sage es dem Viertel, jeden Tag. 16 Uhr vor der Agneskirche, wer ein Markt ist, auch um 12 Uhr am Sudermannplatz. Samstags 14 Uhr vor der Agneskirche oder rund um die Uhr im Internet. www.derschwarzebrett.de, das bin ich. Tschüss. Danke.